Was ist das denn? Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Neue Motorradfahrer sollten das sehen. Epische Motorradmomente, Folge 337. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Oh. Wie der Motorstars haben wir vorhin schon darauf reagiert. It's not known what distracted the driver in the back, but unfortunately it was this rider who was most affected in this situation. What the fuck? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kapiere. Wie kann man über meine reinfahren? Come on. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Der erste Blick, ob sein Auto in Ordnung ist. Oh, wow, wow, wow. Das sind so Sachen. Das sind so Sachen. Letztens bin ich mit dem Auto gefahren, dann war links ein Fußballplatz. Aber die haben ja, die Fußballplatz von der Schule, haben ja so Gitter, dass der Fußball eigentlich als Gitter ran soll und nicht drüber raus eigentlich. Und dann ist der Fußball auf die Straße geholt und ein Velofahrer hat den Ball genommen und hat den Kindern zurückgeschmissen. Ich habe zuerst gemeint, der Velofahrer hätte einen Fußball gehabt. Und ich finde das. Also eben, sie haben schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen, indem sie solche Gitter haben. Aber ich finde, das ist so gefährlich. Man hat genug Unfälle im Straßenverkehr und dann ist ein Fußballplatz neben einer Straße, Hauptstraße, wo ein paar Meter nachher auf 80 beschleunigt wird. Und so ein Fußball kostet vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Stutz, aber kann so einen grossen Schaden am Auto verursachen oder auch also TÜV, wenn ein TÜV-Fahrer umfliegt. Ja, und das mit den Hunden verstehe ich auch absolut nicht. Ja, oder wenn, was ich auch nicht gerne habe, wenn Kind am Rennen am Trottoir, dann tue ich immer so viel, ich tue richtig übertrieben und einen grossen Abstand machen. Boah! Hast du gesehen, wie ich jetzt noch beschleunigt hat darf? Oder auch Feier. Hast du das gesehen, wie ich jetzt noch beschleunigt hat die Huren auf? Was ist jetzt da? So you just had an accident and you're just gonna drive away. Okay, yeah. The scooter. He was turning right and you had an accident with him. Das I don't think there's any damage, but it's nice to just ask if he's okay or not. That's fine, man. No worries, mate. Just be careful next time, yeah? They're all over the place. I know they ride like that, man. Just ja, es gibt so viel. Also ich habe es jetzt auch wieder nicht verstanden, aber es gibt so viele Leute, wo es gar nicht merken, dass ihnen passiert. Also ich fahre täglich zweimal eine halbe Stunde zu arbeiten und ich habe vielmals das Auto. Die fahren 80, fahren 70 oder 60 in 80 Zonen und die checken gar nicht. Und die auch, die hat, ich glaube, die hat es gar nicht mitbekommen. Be careful, yeah? Oh. Was ist das denn? Ich will gerade nochmal schauen, Entschuldigung. Schau. Sollte eigentlich da anfangen. So, jetzt siehst du, was das da hält. Du siehst. Verstehe ich überhaupt nicht. Das war auch nicht nass gewesen. Dort liegt einer am Boden. Krasse Scheiße. The driver from. Ah, schau. Das ist auch eine typische Situation in der Schweiz. Schau. Er hat rechts. Er hat schon eingelenkt. Da, wo meine Maus ist. Er hat schon eingelenkt. Und während er eingelenkt hat, fährt er über. Und? Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber
Es ist auch nichts mit Einspuren. Für das, genau wegen dem gibt es Einspuren. Das könnte auch ein Velofahrer sein. Kein TÜV-Fahrer oder der schon schnell fährt. Dann, gut, dann wäre es vielleicht nicht passiert, wenn der Velofahrer viel, viel weiter hinten war. Aber genau das ist das, was ich auch viel beobachte in der Schweiz, was ich so hasse. Oder es wie gefahren, angehalten bis auf 15 km/h und dann scht, über. Oder? Das ist so, ohne die Spuren nicht. The driver from the middle lane decided to turn right. In addition, he signaled a turn too late, to which the biker had no chance of reacting. Ja. Wenn du so fährst, hast du keine Chance, um noch irgendetwas zu machen. Jetzt sehen wir es nochmal. Aber es ist geil, dass du Aufnahmen hast. Du siehst selber, dass du nicht geschult bist. Das ist etwas Geiles. Aber, weißt du, was ich meine? Wie er jetzt gemacht hat. Aber das ist geil für dich selber, dass du siehst, dass wenigstens du nichts gemacht hast. Aber wenn es nicht mehr viel nützt. Was ist das denn? Wow! Considerable speed combined with a minor misunderstanding in this case. Der unglaubliche 58 Franken. Ja. Case fortunately ended only with an important lesson. Krass. Viel zu nöch ist gefahren. Schon mal geil, so Offroad zu fahren, auch würde schon einen Bock machen, finde ich. What the fuck? What the fuck, Nana, was ist das so gewesen? Wow! Oh no! Oh god! Aber schau, ich glaube. Ja, er ist viel Zeit angefahren. Oh god. Okay, guys, we just saw an accident. We have to stay, okay? We're fine. We are fine. We're fine. You're not in the accident. Your hazards are on. My hazards are on. Everything, buddy, we are fine. Also das auch machen, natürlich selbstständig überhaupt kein Bock. Hey, we're fine. Das ist scheiße. Das große Schlagloch, oder? Oh, ist hässlich. Oh, nein, ein Reh, oder? Hätte auch schlimmer, hätte auch wüst können enden. Nein, macht nicht gut. Warum gehst du jetzt auch mit der Kamera? Hat es komplett zerschnetzelt. Oh mein Gott, um den Dank an, weiss nicht. Wenn ich so Sachen sage, oh mein Gott und so, ich meine nicht damit, oh der Arm darf aus Armen Geld. Ich meine, was da für Kraftentwicklung entstanden ist, beziehungsweise die ist ja schon da, aber beim Unfall ist das eh Wirkung hat auf den TÜV. Ich meine nicht damit armen TÜV oder so, das ist selbstverständlich nicht, es ist nur das Technische, oder?
Ich muss einmal aufschauen. Hä? Ja, aber der Töfffahrer hat ja schon Vortrag gehabt, hat sich schon beim Töfffahrer entschuldigt. Dann hätte er doch so realisieren, dass da noch mehr Fahrzeuge kommen. Ich glaube, da hat es auch eine Hille. Da, oder? Wo mit Maus ist. Oder? Da hat es auch eine Hille. Das ist eine, oder ist das vorne gewesen? Keine Ahnung. To a rider on the left moving with a passenger is not a sufficient reason to be a little more attentive. Danke, ich will nicht weit. Keine Ahnung, was das war. Hat das Wetter gemacht von ihr noch? I'm just gonna watch you do it quickly. Quick. There's no car line, just go real. Quick. Dude! Ja, aber der hat es nicht im Griff, also er hat Glück gehabt. Er hat wirklich Glück gehabt, dass ihm nichts passiert ist. Auf dem Deckel offen. Weißt du, das ist auch eine Situation, wo ich denke, das Autofahrer soll Gas geben. Aber bei mir ist das auch oft so, wenn ich bei mir zuhause auf die Hauptstrasse rausfahre, wo ich an der Hauptstrasse, dann ich schaue natürlich im Rückspiegel, wenn Autos genug weit weg sind. Aber ich tue nicht, wenn das Auto kalt ist, rausfahren auf die Hauptstrasse und voll ist Schleunigen. Die Autos sind genug weit weg und sehen, dass sie rausfahren, die können sich auch darauf vorbereiten. Und dann, genauso wie der TÜV-Fahrer. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen... ja. Gut, langsam kann man schon auf die Geschwindigkeit kommen. Aber ein bisschen chillen. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie dort der Foto kommt, aber keine Ahnung. Das ist auch immer krass mit den Vögeln. Was ist da passiert? Ja, also ich finde, das hat extrem krasse Sachen dabei gehabt, Sachen, wo die Leute selber geschuldet sind. Oder auch, habe ich auch schlimm gefunden, dass mit dem alten Mann, mit dem Willen, der beim TÜV auch Entschuldigung, und dann kann er voll ins Auto rein. Also, ja. Yeah. Sagt mal, was ihr das Schlimmste gefunden habt. Also nein, natürlich ist schlimm, es hat viel schlimmere Sachen gegeben, natürlich. Viel schlimmere Sachen mit dem. Der eine, der ins Auto reingefahren ist, in der Kurve und so. Ja gut, ich würde sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe,
Euch hat es Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94.